Das Chaos um Novak Djokovic geht weiter. Erstmals meldet sich der Tennisstar jetzt selbst zu Wort, aber Ungereimtheiten bleiben. Wir erinnern uns, der beste Tennisspieler der Welt, Novak Djokovic, will bei den Australian Open antreten, darf aber letzte Woche nicht nach Australien einreisen, weil er nicht gegen das Coronavirus geimpft ist. Dann wird die Entscheidung gekippt. Grund sind Formfehler. Der Joker darf wieder trainieren, wartet jetzt auf den Start der Australian Open, aber Fragen bleiben. In einem Instagram-Post gibt er nun an, am 17. positiv getestet worden zu sein. Bis jetzt war aber immer von einem positiven Ergebnis am 16. die Rede. Trotzdem gibt er am 18. des gleichen Monats einer Sportzeitung ein Interview. Also, er redet von einer klaren Fehleinschätzung. Für seine falschen Angaben in seinem Einreiseformular macht er seinen Agenten verantwortlich. Er spricht von menschlichen Fehlern, die sicher nicht absichtlich gemacht wurden. In Australien live vor Ort und Djokovic immer auf den Fersen ist unser Reporter Sebastian Kaiser. Sebastian, also erstmals meldet sich Djokovic jetzt über Instagram selbst zu Wort. Sind wir jetzt schlauer? Naja, wir sind ein bisschen schlauer. Gestern Abend haben wir davon gesprochen, dass das tatsächlich ein Flüchtigkeitsfehler seines Managements war. Da hatte ich ja schon gesagt, dass er garantiert das Visum nicht selbst ausgefüllt hat. Das hat er jetzt so bestätigt. Und wie gesagt, ich habe ja auch gestern Abend schon, oder war schon gestern Abend der Meinung, jawohl, das kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass das so gewesen ist. Und hake das auch ehrlich gesagt unter Formfehler und so weiter ab, weil er hat ja gar nicht versucht zu verheimlichen, dass er über Weihnachten oder danach in Spanien in Marbella trainiert hat und dann auch noch zu Hause in Serbien war. Also insofern tatsächlich okay. Allerdings, wo ich so ein bisschen enttäuscht war und jetzt auch noch nicht weiß, was ich davon halten soll, ist diese zweite Sache, die er da im Grunde genommen nur wahrscheinlich halb beantwortet hat oder eigentlich hat er vielleicht sogar wieder gelogen, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall ist es wohl eindeutig, dass der negative Corona-Test, den er gemacht hat, tatsächlich am 22. Dezember war. So, und jetzt ist die Frage, er sprach immer davon, am 16. Dezember positiv getestet worden zu sein. Das Ergebnis eines Schnelltests am 16. Dezember war ja negativ. Und das Ergebnis des PCR-Tests, den er am selben Tag hat machen lassen, den bekam er erst am 17. Dezember, sagt er, mit einem positiven Ergebnis. An diesem Tag hatte er aber auch eine Aktion mit Kindern zu laufen. Und er sagt, auch vor dieser Aktion sei er negativ mit einem Schnelltest getestet worden. So. Dann kam irgendwann nach dieser Aktion der positive PCR-Test. Und jetzt wird's interessant. Jetzt hätte er sich nämlich auch nach serbischem Recht in Isolation begeben müssen, hat er aber nicht getan, sondern hat am nächsten Tag, du hast es schon gesagt, einen Journalisten der L'Équipe, der französischen Sporttageszeitung, zum Interview empfangen und war da schon wissentlich positiv. Er sagt zwar, ich habe Maske getragen, außer bei dem Foto, was entstanden ist, ich habe auch Abstand gehalten, aber letztendlich hat er einen Kollegen von uns letztlich irgendwie in Gefahr gebracht. Also auf alle Fälle ein absolutes No-Go. Das hätte er nicht machen dürfen. Hat er auch gesagt, dass das im Nachhinein betrachtet von ihm ein Fehler war. Aber letztendlich ist die Frage, stimmt das alles, was er uns da gesagt hat? Denn gestern Nacht zumindest... Ja? Sebastian, das Ganze ist ja ziemlich undurchsichtig. Wann hat er jetzt welchen Test gemacht? Wann war er positiv, negativ? Fakt ist, er hat das Kreuzchen falsch gesetzt bei der Einreise nach Australien. Ob er das jetzt selber gemacht hat oder sein Agent, es war sein Einreiseformular. Und die australischen Behörden sind da wirklich streng. Was könnte ihm jetzt also drohen? Naja, was das Kreuz angeht, ist es so, dass im Extremfall bis zu ein Jahr Haft darauf steht. Aber die andere Sache mit dem Corona-Test, die ist viel schwerwiegender. Und da reden wir schon von 5 Jahren Haft. Also es geht darum, wenn das stimmt, was jetzt diese Hackerorganisation herausgefunden hat, diese Zerforschung, und dass dieser Corona-Test, dieser positive, tatsächlich nicht am 16., sondern am 26. Dezember war und er dann praktisch den positiven Corona-Test vor den negativen Corona-Test gelegt hat vom Datum her und den hat so einpflegen lassen in die Datenbank, dann reden wir hier knallhart von Betrug. Und dann sind wir ja bei einer richtigen Straftat. Und wenn ich die letzten Tage noch glaubte,
dass die Australier ihn hier im Land lassen werden, wegen auch mit diesem falsch ausgefüllten Formular, wegen seiner Reisetätigkeiten, dann muss ich jetzt sagen, ich glaube, spätestens wenn wir jetzt bei einem Betrugsfall sind, dass Novak Djokovic wirklich mit den Corona-Tests geschlammt hat und wissentlich betrogen hat, dann glaube ich, schmeißen sie ihn hier raus. Stefan Kaiser live aus Melbourne. Vielen Dank für die Information. Danke, Stefan. Sebastian. Sebastian, Entschuldigung, natürlich.